Hallo und wieder recht herzlich willkommen auf unserer Rettungskapsel der Aurora. In 2 Stunden gibt es die nächste Kernexplosion auf der Aurora, auf unserem Hauptschiff. Und ich hoffe, dass sie uns hier nicht durch die Gegend schleudern wird, beziehungsweise dass sie uns überhaupt beschädigen wird. Ne? Wir werden jetzt erstmal was basteln, beziehungsweise Material. Eine Signalboje, wofür brauche ich? Navigationshilfe. Behält und sendet seine Position. Name veränderbar. Navigationshilfe. Das heißt, wenn ich die... Wo setze ich die hin? Werkzeug. Kann ich hier schon was... Eine Taschenlampe kann ich mir basteln. Scanner habe ich, eine Taschenlampe. Ja, machen wir. Können wir noch mehr basteln, was wichtiger ist. Standard-Sauerstoffflasche haben wir. Eine Größe brauchen wir. Wir brauchen Silbererz. Wir werden erstmal eine Taschenlampe basteln. Die brauchen wir auf jeden Fall. So, Topf, die Watte quillt. Was ist das? Ein wasserdichter Behälter. Den können wir auch bloß da hinsetzen. Den brauchen wir später. Hier brauchen wir Schmierstoff, ne? Wir haben eine Batterie, müssen wir noch basteln. Schmierstoff haben wir eh nicht mehr. Das andere, die Batterie kriegen wir noch hin, aber Kupferdraht. Silikongummi. Schlingpflanzenbüschel, deswegen, so funktioniert das. Jetzt können wir das sammeln. Das ist das Zeug. Dann können wir Schlingpflanzenbüschel sammeln. Titan. Titan haben wir genug aus Metallschrott. Ja, das machen wir jetzt erstmal fertig. Wir bauen jetzt erstmal den Metallschrott um. Wir brauchen eh noch ein paar mehr Kisten. Die können wir draußen nochmal. Ja, wir brauchen, glaube ich, Silbererz. Ne, wir wollten das Messer basteln. Das werden wir auch machen jetzt. Silikongummi. Wir werden erstmal so ein Schlingpflanzenbüschel. Chlorbleiche. Wo braucht man die? Natriumhypochloridbleiche wird zur Desinfektion verwendet. Das brauchen wir später, glaube ich, auch. Okay. Wir werden erstmal alles umbauen. Ich glaube, wir müssen draußen noch einen Behälter machen. Das war das. Kupferdraht. Kupfer, ich glaube, das können wir alles behalten hier, ne? Wo war das? Kupferdraht. Genau. Das war Kupferdraht. Jetzt können wir eine Signalboje basteln. Brauchen wir die? Boah, die wird aus Kupfererz und Titan gebastelt. So. Das machen wir später. Später. Dann werden wir jetzt erstmal nochmal abspeichern. Und dann werden wir mal gucken. Mal gucken, ob keiner guckt. Was haben wir überhaupt hier alles in unserem Inventar? Das schmeißen wir erstmal raus. Das Ding ist auch schon voll. Genau. Glas. Quarz. Schon voll. Creature-Eier. Wir werden draußen noch was hinschmeißen. Ich mache das anders. Ich nehme die Creature-Eier, die schmeiße ich draußen hin. Dieses ganze Viehzeug hier, das schmeiße ich draußen hin. Das holen wir uns einfach draußen. Die Feuerlasche brauchen wir jetzt hier. Auch nicht, oder? Doch, wenn es hier wieder knallt, brauchen wir den hier drin. Eine Fackel, die brauchen wir für einen Notfall. Wir haben einen Scheinwerfer. Das fertige Material behalte ich hier. Und draußen schmeißen wir Salzablagerung das hier rein. Erstmal.
Was können wir mit den Creature-Eiern machen? Lebenszyklus. Da können wir... Was kann man damit machen? Schwebe besteht aus einem mehreren Organismen in der Symbiose. Was können wir denn damit machen? Warnung. Örtliche Strahlungswerte zeigen an, dass das Antriebssystem der Aurora im kritischen Zustand. Eine Quantenexplosion wird innerhalb der nächsten 2 Stunden erfolgen. Und woran erkenne ich, wie spät es jetzt ist? Einheimische Korallen haben wir hier gesammelt. Eine Riesenröhrenqualle Kralle haben wir gesagt. Koralle. Ich blende das mal alles ein. Ich lese das nicht alles vor. Jedenfalls jetzt nicht auf einmal. Immer nur so, wenn es mal so kommt, ne? Beziehungsweise, wenn wir das brauchen. Weil das ist zu viel. Das ist echt zu viel. Aber interessant. Tiere, guckt das mal an hier. Fleischfresser, das ist wichtig. Der Pirscher hier zum Beispiel, der greift uns an. Zähne sind ungewöhnlich hart. Der ist zwischen den Felsen. Also in der Nacht ist er unterwegs. Und er ist auch schnell. Das ist der Kaninchenrochen. Den haben wir ja schon gefunden, den Kanäckelrochen. Guck, das ist der hier. Müssen wir weiter. Guck mal, das ist so viel Glubschi ist das. Der Glubscher. Der Schwebefisch. Ich weiß jetzt nicht, was wir mit dem machen können. Beurteilung essbar. Stielauge essbar. Den Glubscher, der ist essbar. Aber mehr können wir, glaube ich, nicht mitmachen. Hoher Kaloriengehalt, weitere Untersuchungen erforderlich. So, jetzt hier fremde Eier. Es gibt Hinweise, dass sich die meisten, wenn nicht sogar alle, einheimische Tierarten durch Eiablage vermehren, das ist klar. Eier können auf dem Meeresboden liegen und der Geröll begraben sogar in Felsspalten eingeklemmt werden. Ja, verschiedene Arten. So. Ach so, die kann ich dann in Zuchtbehältern halten. Das ist für später mal wichtig. Das sind Kalksteinaufschlüsse, losgelöste Wrackteile. Das ist, hat er mir gesagt, das ist jetzt von der Aurora. Achso, was darauf hinweist, dass es auf 1200 Grad erhitzt wurde, während des Eintritts, das Auseinanderbrechen während des Eintritts, die Atmosphäre vereinbart. Sandsteinausschlüsse, Überlebensausrüstung. Ergänzte Technik, Universalschutzanzug, das ist hier unsere Ausrüstung, die besitzen wir. Eingebaute Temperaturflüssigkeitsregulierung, kompatibel mit einer Reihe von Zubehör, schlankes Design für maximale Bewegungsfreiheit wie NET, biometrische Sensoren, kontextabhängiges Head-Up-Display, das ist sehr gut. US-Anzüge sollten im Vor- und im Abschluss einer Rettungskapsel angezogen werden, falls es zu einem Hüllenbruch kommt. Zustand der Aurora. Schiffsklasse Altera, Langstreckenschiff der Kapitalklasse. Mission Aufbau eines Phasentores im Ariadne-Arm, 3-jährige Einsatzdauer. Besatzung, Führungsstab 23, Ingenieurstab 85, Unterstützungspersonal 40, Passagiere 9. Zustand, erlitt schweren Schaden in der Umlaufbahn des Planeten 4546b. Ursache unbekannt, Evakuierungsdaten nicht verfügbar. Ingenieurbereich, dunkle Materie, Ionenantrieb V8, bemannte Robotikabteilung, fortgeschrittene Scannerabteilung, Langstreckenkommunikationsrelais, 0,25 Kubikkilometer Frachtraum für die Phasentorapparaturen, Wohnbereich, Unterkünfte für 150 Personen, mehrere Kantinen, servieren gesunde und frische, rehydrierte Gerichte. Freizeiteinrichtung inklusive VR-Raum und virtuelles Kino. Zwei Kojen-Notfall-Rettungskapsel. Die haben wir, diese Rettungskapsel. Standardausrüstung ist ein Universal-Schutzanzug. Fertignahrungsblöcke, Trinkwasser-Medikit und Leuchtfackeln.
Okay, dann haben wir das abgecheckt. Hier können wir Bilder machen. Und zwar mit F8, glaube ich. Nee, F8 nicht. F11. Genau. Kann man einen Screenshot machen. Gut. Und dann schmeißen wir jetzt erstmal... Ich stelle mir das richtig vor, wenn ins Wasser springt. Du bist gerade so schön warm und gehst dann wieder ins Wasser rein. Boah, da unten, da wollte ich es reinschmeißen. So, und das wollte ich jetzt hier alles lassen. Und zwar diese ganzen Dinger hier. So. So, das wollte ich entsorgen hier. Ach nee, das war ja draußen. Ach so. So, jetzt hat er... So, was kann ich da jetzt mitmachen? Und jetzt kann ich die Signalboje sehen oder was? So. Aber das Schiff sehe ich doch auch. Aber wenn die Quanten... Woran erkenne ich jetzt eigentlich, wann das Schiff jetzt wieder in die Luft fliegt? So, jetzt hat er eine Lampe. Ja, cool. Einschalten kann ich die nicht, aber... Hammer. So. Wie viel Platz haben wir jetzt? Jetzt haben wir erstmal wieder genug Platz. Den Kupferdraht können wir noch wegbringen hier. Bing, bing, bing. Was? Viel Platz ist ja nicht. Ich sage, das schmeiße ich raus. Fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen. Gut. Jetzt schmeiße ich noch hier Frachtraumbehälter öffnen, den Kupferdraht rein. Houston, we have a problem. Ich habe gesagt, das kann man den nicht vergrößern? Doch, ne? Was will ich mit der Signalboje? So, da wollte ich hin. Da habe ich ja noch so viele Material. Ach, 2 Stunden. So, sieht mal kurz Zwischenspeicher. Richtig. Aber woran erkenne ich jetzt? Das sind die Baupläne. Oh, sorry. Verdammt. So konzentriert gewesen. Das sind die Baupläne. Ach, jetzt weiß ich, was ich wollte. Alles klar. Emergency. A quantum detonation has occurred in the Aurora's. Nein! The reactor will reach a supercritical state in T-minus 10, 9, 8, 7, 6. Los rein da! 3, 2. Ich glaube, ich habe mich gerade rechtzeitig gerettet in meine Kapsel. Ich wollte gerade in die Richtung hin. Strahlenschutzanzug, deine Badplanke. Ah! For your convenience, the radiation suit has been added to your blueprint database. Okay, wir nehmen uns mal hier einen raus. So, jetzt können wir. Ja, den wollen wir ja reparieren. Der ist ja kaputt. Wir brauchen Reparaturwerkzeug. So, was haben wir jetzt hier Neues? Werkzeuge. Wir wollen ein Feldmesser basteln. Was ist das? Achso, Höhlenschwefel.
Computerschip müssen wir uns basteln. Hier ist der Strahlenschutzanzug. Fasergewebe. Wo kriegt das her? Schwimmflossen. Ich brauche nur Silikon finden. Also wir kriegen alles hin. Wie cool. Können wir jetzt da oben hoch? Kurz abspeichern. Jetzt können wir ja abspeichern. Wie sieht denn das da oben aus? Alter Falter, die hat's aber entschärft. War's das jetzt oder was? Ach so, ich wollte jetzt gar nicht dahin. Wo war dieser komische Tang? Dieser gelbe, wo war das? Oh, die Viecher da unten, ne? Wo war das? Den erkennt man eigentlich, dieser Kautschuk-Kram hier. Am Tag ist es egal, ne? Guck mal, das sieht so komisch gelb aus. Da. Das ist Kautschuk, ne? 30 Sekunden. Ich weiß. Komm. Komm. Ja, Gummi. Gummi, Gummi, Gummi. Jetzt muss ich hoch schon wieder. Gummi, 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 Gummi. Oxygen. Ich weiß. Komm, Junge, du schaffst das. Komm, du schaffst das. Komm. Komm, du schaffst das. War der Ton eben ganz kurz weg? Was dachte mir das, weiß ich auch nicht. Phänomenal. Lass mal auch nicht hinten rücken. Was ich mit der Boje mache, weiß ich im Moment noch nicht so genau. Aber das Ding hat ganz schön Schaden erlitten, ey. Wir gehen von unten rein. Zack. So. Zack. Gummi, Gummi. Die Schmierstoffe haben wir. Lubricant is essential in construction of ja, Gummi. Silikongummi. Wir haben zwar noch nicht viel gesammelt, aber egal. Wir können jetzt, glaube ich, diesen Gleiter basteln, ne? So, was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir erstmal. Können wir noch nichts draus basteln. Kupferdraht, eine Batterie. Oh, ich werde verrückt. Ja. Yeah. Komm. Komm, wir nehmen erstmal hier wieder was raus. Wir haben ja auch alles weggeschmissen hier. Werkzeuge. Ein Fahrtmesser. Brauchen wir Titan für? Titan. Titan. So. Hä? Ist doch Titan. Verdichtet der Bahn. Sag jetzt nicht, dass ich kein reines Titan mehr habe. Natürlich. Also der braucht auch Werkzeuge. Oh, jetzt kann man Messer. Das habe ich doch. Genau. Blueprints following the massacre on Abraxas Prime. The knife remains the only exception. Cool. Jetzt haben wir also schon mal ein Messer. So, was können wir jetzt noch basteln? Schwimmflossen. The fabricator draws from available data to provide environment-appropriate equipment using locally available materials. For your safety, die Geschwindigkeit um 15%. So. Sind wir jetzt ausgerüstet damit? Ja.
strahle uns an, eine Taucherbrille. Wir brauchen nur so viele Sachen hier. Mein lieber Mann. Was wollte ich jetzt basteln eigentlich? Einen Gleiter. Ich brauche eine Batterie. Wieso kann ich keine Batterie basteln? Elektronik, Batterie. Du brauchst einen Säurepilz und Kupfererz. Habe ich kein Kupfererz mehr? Kupfererz. Habe ich das rausgeschmissen? Ich habe Kupferdraht gemacht. Ich fasse es nicht. Hier ist doch Kupferdraht. Das muss doch auch gehen, oder nicht? Nö. Er braucht wirklich das Kupfererz und den Säurepilz. Verdammt. Warte mal. Bevor ich hier was mache, speichern wir nochmal ab. Alles, was wir hier gehabt haben schon. So, jetzt. Was haben wir hier draußen? Da haben wir. So, was haben wir hier liegen? Säurepilz. Schweber. Boah, das reicht jetzt nicht, ne? Wir werden das mal wegsammeln hier. Zack, den Säurepilz. Die Schmierstoffe. Ich muss mehr Platz haben. Das muss alles nach oben weg. Ich fummel mich da sowieso noch mit ein, denke ich mal. Das ist der Fabrikator. Einfach zu wenig Platz, ey. So. Dit. Blei. Das. Ja, und die Signalboje, weiß ich nicht, ob wir die brauchen. So, das. Ich glaube, wir machen uns noch so eine Kiste fertig. Ey, das wird ja immer bescheidener, ey. Da ist kein Platz mehr. Der nimmt genauso viel weg. Das spielt gar keine Rolle. Oh, wenn der erst stacken würde. Das ist das Problem. Guck mal hier. Schmierstoffe, Gummi. Zweimal Silikongummi oder einmal davon kriegst du noch. Zweimal Gummi und das war's jetzt. So, was nimmt der jetzt weg hier? Aha, das war's jetzt. Ne, Schwimmflossen haben wir. Jetzt haben wir den Silikongummi. Den hat er dazu addiert. Schmierstoff hat er nochmal gemacht. Eine Kiste könnten wir noch gebrauchen. Titan. Wo war das? Wo war die Kiste? Viermal Titan. Haben wir auch gleich wieder Platz. 1, 2, 3, 4. So. Eine Kiste. Und. Ja, wie gesagt, ich speichere jetzt immer gleich ab. Aus sicherheitstechnischen Gründen. Ich glaube, er ist auch schon etwas schneller. Mach das direkt hier. So. Zack. Oh, das Messer. Da schmeißen wir das rein. Na, der ist hier auch schon wieder voll. Creature Eye. Windname beachten. Kiste 2. Der wasserdichte Behälter kann daher nicht mitgenommen werden. Ist nicht leer. Alles klar. Ich hab's verstanden. Gut, ich schwimme jetzt hier also so rum.
Jetzt ist er aber schnell unterwegs. Oh, ich muss aber auch mal wieder auftauchen. Ich muss in Richtung Schiff. Ich glaube, jetzt ist er etwas schneller unterwegs. Das wäre cool. Ja, ich habe das Gefühl. Ach so. Also auch so mit der rechten Hand. Was? Das hat ihn einmal verletzt. Also das war nicht so gut. Gut, das war jetzt nicht so schlimm. Das war aber Lehrgeld, was wir gezahlt haben. So, jetzt was wollte ich wissen? Wir haben ja abgespeichert hier. Habe ich das jetzt verletzt hier, das Tier? Gut, hier ist nichts mehr dran. Ich suche ja noch Schwefel. Was ist das denn für ein Geräusch? Oh, die Geräusche sind Hammer. Muss ich ganz ehrlich gestehen. So, wir waren ja hier hinten. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Hier eine Boje, eine Signalboje hinzusetzen. Ach so, Messer, jetzt schwimmt er weiter mit E. Ja, wir müssen noch, guck mal, da kann man die Flossen sehen. Richtig cool, ey. Ah, jetzt. Was ist das? Was ist das denn? Ach, die Schwebfische. Die habe ich schon eingesammelt. Ey, das sieht richtig fantastisch aus. Die Sonne geht unter. Das Schiff ist Schrott. Ich muss ab und zu mal nach meiner Mikrofongeschichte gucken. Ich muss mal ganz kurz, sorry, einmal Licht anmachen. Augenblick mal. Das habe ich vergessen. Da bin ich schon wieder. Ich habe nicht gewusst, dass es so schnell dunkel wird. So. Besser? Etwas, ne? So, weiter geht's. Das bringt doch nur unter Wasser was, ne? Oh, ist das cool, ey. Das ist für die Schmierstoffe. So, jetzt haben wir aber wenigstens eine Waffe. Das haben wir schon. Self-scan. Self-scan complete. Vital signs normal. Continuing to monitor. So, 723. Sind wir überhaupt da? Oh, was haben wir denn hier? Ne, die wollen wir nicht, den wollte ich nicht nehmen. Den wollte ich nehmen. Short range scans suggest that this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. Kann ich hier rauf? Tut der mir was? Ist er friedlich? Ja, was bringt mir das? Riffrücken ist das. Einheimische Lebensform. Den haben wir jetzt auch schon mal gescannt. Mit dem können wir mitreiten. Was haben wir hier noch? Das ist ein Säurepilz. Den haben wir schon. Das ist ein Rotschimpel.
Scheibenkoralle. Ach so, guck mal hier. Irgendwas sollten wir mit... brauchten wir noch. Nee, das war nicht das. Weiß ich jetzt nicht, ob wir das brauchen. Doch, was ist das? Wir müssen uns noch mehr Kisten basteln. Ich sehe das schon ganz deutlich vor mir. Wir werden hier nie ausreichen. Alter Falter. Junge, Junge. Damit möchte ich mich auch schon mal wieder verabschieden.